Der eine ist doch eine Treppe. Ich weiß nicht, ich habe keine gesehen, aber es kann schon sein. Ah, erst ab der Etage hier, erst ab der Etage. I have me geirrt. Ich habe mich geohrt. Wie das Hochhaus sich da anlehnt an das andere. Als ob die Aliens das zum Einstürzen gebracht hätten. Echt richtig, richtig geil. Die Atmosphäre ist wirklich enorm hier bei dem Spiel, finde ich. Vor allem dann nachts, wenn es dunkel wird. Ekelhaft ist das. Ekelerregend. Oh, hier habe ich Crunch Beans, 2 Packungen. Geil. Das was zum Futter nehme ich an. Genau, zum Futter. Jetzt habe ich schon 3 Packungen. Das sind einfach diese Chips. Ja. Aber immerhin 3 Packungen. Das heißt, das ist schon mal nicht schlecht für den kleinen Hunger zwischendurch. Auf jeden Fall. Ich glaube, die füllen bald die Hälfte. So Dinge, der mindestens ein Vettel. Ich finde übrigens, du bist also noch einfach unter mir im Haus, ne? Ich bin ganz oben, also ich bin... Ach, du bist schon ganz hoch gelaufen? Meines Wissens auf dem Dache. Hier sind intern im Haus drin, sind Zelte. Komm schon, hier müssen noch Waffen sein. Kann man die selbst aufstellen, diese Zelte? Das weiß ich nicht. Da kann man doch bestimmt Sachen lagern. Das ist doch bestimmt so ein Außenlager, wo man Sachen reinmachen kann. Man müsste jetzt noch wissen, wie man diese Zelte macht. Oder sind die halt von der Karte? Einfach. Ich weiß es nicht, also... Die Zelte sind auf jeden Fall mit ihrem Lagerfeuer auch dabei immer halt so ein fester Punkt auf der Karte. Vielleicht kann man auch eigene setzen. Man kann ja auch verschiedene Rucksäcke finden oder kaufen. Kommen jetzt mal noch ein Stück nach oben. Aber es ist so geil, dass wir vorhin das Motorrad hatten. Das musst du ja schon fast als 1-Minuten-Video einzeln hochladen. Einfach Nether Motorcycle oder sowas. Bedürrte. Können wir denn hier? Nein. Ja, das war auf jeden Fall cool. Nochmal Zelte. Hier ist fast auf jeder Etage sind irgendwelche Zelte. Ich werde mich mal reinlegen. Geht das? Oh yeah, du kannst dich reinlegen. Ich glaube, wir sind in unterschiedlichen Gebäuden, weil ich renne hier immer einmal drum rum und irgendwie bist du gar nicht... Ich glaube, du bist ein Gebäude neben mir. Das könnte sein. Gott, ich habe kurz gedacht, ich stecke hier im Zelt fest. Manchmal hängt man so komisch rum, dann muss man eigentlich nur springen dann. Ich bin jetzt auf dem Dach meines Hauses. Oh nein, ich bin irgendwie im Zelt jetzt hängen geblieben. Ich bin gerade irgendwie ein halbes Stockwerk hochgelaufen. Nein, ich werde jedes Mal zurückgezogen ins Zelt. Warte mal, ich gucke. Ah, du bist da unten über so ein Brückchen gelaufen. Ich komme runter. Vielleicht kann ich dich rausdrücken. Bist du immer noch drin? Ja, ja. Ich bin so optisch vorhin rausgelaufen. Da hat es kurz geruckelt und auf einmal bin ich wieder rein. Ja, ich bin immer noch drin. Ich merke, dass wir das so komisch ruckelt. Gute Scheiß, Lorn. Muss ich gucken, wie ich... Jetzt geht's aber einigermaßen, ja. Ah, und da unten sehe ich Loot für uns. Vielleicht sogar eine Waffe, wenn ich es von hier aus... Ich kann das nicht wirklich beurteilen. Am Fuße des Gebäudes, das so schräg lag, ne? Da steht ein kleiner Krankenwagen und da leuchten 2 Sachen, 2 lootbare Dinge. Das hört sich sehr interessant an, Johnny. Vielleicht sind da endlich unsere Waffen dabei. Komm jetzt mal rüber. Die ganze Zeit verwehrt. Geblieben sind. Bist du wieder unten am Boden? Nee, ich bin immer noch. Also das Ding ist, hier habe ich jetzt wieder etlich an Munition. Ich lebe das mal kurz alles auf. Premium Munition. Was ist hier? Cash. Ich habe Cash gefunden. Cash. Jetzt bin ich in dem Haus mit den Zelten. Dollars. Na, immer noch Zelte bei dir? Naja, ganz auf mehreren Etagen sind da Zelte platziert. Ich will kurz jeden Stockwerk kurz ablaufen, dann komme ich wieder runter, weil vielleicht finde ich was. Und hier ganz oben, also quasi komplett auf dem Dach, nochmal Crowbar, das könntest du dir vielleicht schnappen. Yay. Also wenn wir im selben Gebäude sind, ich schau mal kurz auf der Karte, ja. Ja, mittlerweile bin ich bei dir. Du warst ein Gebäude nebendran, man konnte über so eine kleine Brücke von einem zum anderen Gebäude durch so einen winzigen Drahtgang. Und da bin ich durchgelaufen, dann war ich sofort in einer Etage mit Zelten drin. Schade, aber keine Waffe. Aber zumindest nochmal eine Brechstange für dich. Oh ja, geil. Na, danke schön. Vorsicht, fall nicht raus. Ich bin schon ein paar Mal von Gebäuden gefallen. Wir sind relativ hoch, ne? Wenn man da so runterschaut. Crank. Können wir jetzt auch direkt gucken, dass wir jetzt zu dem anderen lootbaren Zeug kommen. Ich kann es dir mal kurz von hier vielleicht zeigen, wenn wir da aus dem Fenster rausgucken. Ah ne, da ist das direkt das Haus im Weg. Okay, wir müssen runter. Und jetzt geht's 20 Stockwerke runter. Yeah, ich bin die Tante Kunti. Bunter. Ah. I'm there like a teddy bear. Guck hier bist du wahrscheinlich durchgegangen, nehme ich an. Und ich war noch in dem Haus hier. Ach so. In dem da rechts. Und da vorne geht's jetzt ganz runter, glaube ich.
Da springen wir jetzt mal hin. Yeah! Alter, fast wirklich runtergesprungen. Und da springen wir drunter. Okay. Man kann ja in der Luft umdrehen, das war mein Glück. In the air. You can umdrehen in the air, in the air. Ich war gerade auf deinem Kopf. Ich war gerade auf deinem Matze. Wenn wir jetzt hier außen rum gehen, dann sieht man da drüben gleich das Objekt unserer Begierde. Man kann im Laufen nicht auf die Karte schauen, wie unverschämt. Und zwar am Fuße des schrägen Gebäudes. Du bist auch so ein Fuß. Du bist auch mal so ein kleines Füßchen, du Ballerina-Fuß, wie wieder ausläuft. Guck da, siehst du schon den Wagen da vorne, der blinkt? Und am, also entweder, was voll peinlich wäre, sind das nur die Blinklichter, die ich von Chips? Oben gesehen habe. Oh, das sind Waffen. Ey, ich glaube, das sind nur die Blinklichter. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen geirrt. Du hast uns von der Schatzkammer weggebracht, um uns zu kleinen Blinklichtern hinzuführen. Richtig, richtig. Du hast so getan, als ob da Atombombenwerfer sind. Hier sind Atombombenwerfer, zwei Stück an der Zahl. Ah, hier kann man zum Glück nicht rein. Da geh auf keinen Fall in so ein Zelt rein mit Z. Du kommst forsch nie wieder raus. Du hast dich richtig reingeduckt. Ich dachte, du bist von oben drauf gesprungen. Nee, ich bin mit Z und bin dann reingekrabbelt. Und habe mich kurz wohlgefühlt in so einem Zelt. Und dann wollte ich raus und es ging nicht. Du bist mein alter Wutzerich, du. Heide, nein, geh dein Zelt, nein, du. Eifal, bipsch. Also, ja, du lass mich... Oh, shit. Bist du schon weggelaufen davon? Ah, du bist da hinten am Zaun entlang, ich sehe dich. Ist da irgendwas? Ja. Ein ja. Schwarzer Schreier. Ein schwarzer Schreihals. Aka Johnny. Okay, wo? Hat er dich schon... Ah, nee, hat dich nicht gesehen, sehr gut. Nee, hat mich nicht gesehen. Sollen wir kurz auf der Karte schauen, wo wir überhaupt hinwollen? Wir spazieren hier die ganze Zeit hier in demselben Eck rum. Bist du Darm? Die ganze Zeit ums Museum... Komm, wir gehen nochmal ins Museum Outpost. Hinein. Aber denk dran, da sind Spieler, die uns möglicherweise ins Gesicht klatschen, wenn wir rein wollen. Machen wir. Wir werden bestimmt, wir haben eine Brechstange. Statt das Küchenwerkzeug haben wir jetzt eine Brechstange. Ich glaube, wir sind schon gut unterwegs da mit unserer Brechstange. Uns wird keiner kriegen, ich sag das im Gute, wisch. Bum, bum, bum. Wir sind so richtig hart. Da liegt was, jetzt aber wirklich. Da, an dem Auto. Ja, ist wieder so ein Blinklicht, weißt du? Ja, geh mal du zu deinem Blinklicht, ich geh mal weiter, wo die richtigen Waffen sind, gell? Blinklicht, aui. Ich will auf den Rummelplatz. Ich will auf den Fummelplatz. So. Ja. Bring dann rechts. Wir sind Ficker. Ammunition is there. Zweimal Munition. Jetzt flippe ich aber gleich. Jetzt werde ich aber gleich. Und Zigaretten. Ich habe jetzt schon für jeden zwei Zigarettenpackungen. Alter. Wir können uns langsam leisten, zum Kettenraucher zu werden. Ich glaube, so reich haben wir noch nie, Janne. Ich frage mich, wo man die verkaufen kann oder ob man die einfach nur in diesem normalen Inventory verkaufen muss. Ich weiß nicht, aber da drin leuchtet auch was. Oh. Das hab ich zuerst gesehen, und das, jetzt hebt er so fest. Das werden Chips sind. Das, oh, apropos Chips, ich brauch was. Ich glaube, ich pick die auf und esse mal direkt, gell? Oh Gott. Dankeschön. Achtung, rennet raus aus dem Eingang. Aus dem Ausgang, Eingang. Egal, da ist ein Schreier. Oh, ja. Ich futter schnell was, Achtung. Nam, nam, nam. It was so delicious. Oh, shit, da ist auch einer. Meine Fresse. Beate Use. Alles voll. Imperare, comandare, abeno. Amenno. Party du. Abendbrot. Können wir einfach drüber laufen oder wo ist denn noch einer? Rechts ist einer und? Links, links, genau hinter dem LKW ist auch noch einer. Da, ziemlich nah. Da kann uns mal die Puppe schmatzen, lauren, wir gehen einfach den Berg hier hoch. Bameku. Babebu. Kakimu. Code im Schuh. Du, du, du. Ich zappel rum mit meiner Blockfunktion. Denkst du, unser Motorrad wurde schon entdeckt? Nie im Leben, Jonathan. Jonathan. Nachdem wir es so professionell versteckt haben, kann es wirklich nicht sein, dass es irgendwo hier entdeckt worden ist. Im und auf dem Müll, also praktisch um den Müll drumherum. Es sei denn, jemand ist ins Gebäude reingelaufen, hat auf einmal einen Schatten von einem Motorrad auf dem Boden gesehen. Dann was könnte ist es bremsig denn werden. Es sei denn, jemand war derm und ist dann einfach weitergelaufen. Der war bestimmt, um 100 pro. Oh, Eateried, the old science museum. The cafeteria served good burgers. I know that because I was there. Ich sehe da hinten Rauch. Bedrohlichen Rauch. Oh, ja. Da ist einer, ein roter. Warte, ich mach ihn kaputt, Lorn. Da komm. Weg. Das ist eh gleich der Ding. Also wenn wir jetzt noch ein Stück, wenn wir gleich rechts gehen und dann nochmal rechts, ist man schon im Outpost drin. Theoretisch können wir an dem vorbeirennen. Er kommt. Komm, oh, komm, bitte. No. Folge mir, John. Hier geht's schon rein. Du lügst doch ganz bestimmt. Ja. Stimmt. Safe. Guck mal, wie er da steht. Guck mal, wie er da steht.
Ich küsse aber Kack, Bitch!